Wer auf diesen Klippen weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Das ist ja nicht, schwer. So, Stempel löschen. Wir müssen nur durch das Labyrinth. Alter, nördlich ist ihr Schloss. Wichtig ist die Mitte, da müssen wir hin. Vielleicht müssen wir von hinten kommen. Nicht schon wieder sowas. Oh nein, wir können da nicht durch. Was machen wir jetzt? Wir schummeln. Leute, viel Ausdauer ist sehr, sehr praktisch. Ich glaube, es ist dabei gedacht, dass man da wirklich nirgendwo hinkommt. So einfach. Aber wir haben Ausdauer. Ich glaube, es ist wirklich nicht gedacht, dass man irgendwo raufklettert. Ich würde schon gern gucken, ob hier irgendwas noch versteckt ist. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Kisten. Aber das gucke ich dann privat. Ach, genau. Dann tue ich hier nochmal eine Kistenmarkierung hinsetzen. Das ist so nach dem Motto, da will ich nochmal hin. Ich bin doch bescheuert. Ah, naja, ich habe noch genug Ausdauer, das schaffen wir. Diese Prüfung lösen wir im Nu. Oh. Hier ist doch eine Kiste. Noch eine Kiste. Die haben mit Diamanten drin. Ah. Okay. Die denken sich wahrscheinlich, oh, der klettert drauf. Ja. Da unten ist nichts. Was? Meteorstab. Man da wegschmeißen. Alles unter 30 eigentlich, ne? Obwohl. Gegangen. Die Wächterlanze kann ich auch mal benutzen. Exalbumerang nehme ich nicht. Was sind Waffen, die wirklich nutzlos sind? Das Waldschwert. Auch mal weg. Können wir vergessen. Oh, da ist ja noch einer.
Hasenschild. Aha. Ja, lol. Läuft, würde ich sagen. Ah, sind Waffen, die ich nicht gern einsetze. Exzellenze. Ach komm, nehmen wir das mal mit. Meteorstab. Ja, 12, das ist schwach. Oh, was ist hier drin? Die Kiste sieht wertvoll aus. What the fuck, ein Mushin-Großschwert. Wir haben 2. Also setzen wir eins. Nein, eigentlich haben wir dafür dann... What the fuck. Das Zanshin-Langschwert würde ich gerne einsetzen. Kaputt geht. Das Königsschwert will ich auch nicht zerstören. Ach komm. Eigentlich nicht. Alles unter 30 ist scheiße. Also, nehmen wir das Masterschwert. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar drum laufen und gucken, ob wir es vielleicht so lösen. Es tut mir leid, wenn es dann euch langweilig erscheint. Man sollte nicht mit dem Masterschwert so unnachgiebig umgehen. Frage ist, wie kommen wir da rein, ne? Das Rätsels Lösung habe ich, glaub schon. Das sind nämlich 2 Seiteneingänge, ne? Ah, das ist ein Holzpfeil. Ja, Holzpfeile kann man nie genug haben. Ist wieder so ein Schleim in der Nähe. So, ist hier eine Kiste? Na. Ein Leuchtstein, einfach so. Also ist hier ein Schatz in der Nähe gewesen. So, hier ist hier irgendwo so ein Schleim. Das Gute ist, die Wände sind wirklich Wände und es gibt keinen Innenraum. So wie in dem anderen Dungeon. Da war ja alles so schön offen zu sehen, aber es war voll der fucking Innenraum drin, den man nicht sehen konnte. Ach, ich glaube, die Kiste kann ich wieder wegmachen, weil ich hier wirklich alles umgucke. Also mich wirklich überall umgucke. Was bist du? Silberrubin nehme ich gern mit. Es gibt einen verdammten Innenraum. Scheiße doch. Ah, nein. Ich gucke mich hier aber noch um. Ich will hier alles sehen. Aber ich habe Bock, diese Labyrinthe in Minecraft nachzubauen, weil das ist wirklich interessant, wenn man solche Labyrinthe...
Nachbaut in Minecraft? Ich wollte schon immer Labyrinthe in Minecraft haben. Und immer so 4 Blockbreite Gänge. Oh! Natürlich, wir sind nicht in der Wüste. Was laber ich denn? Aber ich find's gut, dass Kisten seltener geworden sind. Das ist richtig nice. Ich guck mich jetzt hier im ganzen Labyrinth um. Lol. Hier waren wir noch nicht, ne? Hier gibt es noch so was Kleines. Gehen wir hier runter. Da hat doch was geglänzt. Nee, das war nur Schnee. Okay, ich höre wieder den Schmodder. Je näher ich dem Ausgang komme. Das heißt, hier wäre ich nicht mal reingekommen. Interessant. Also hier tue ich mich auf jeden Fall nicht so verirren wie im letzten. Wegen der Karte halt. Wir wollen ja wieder dahin, wo wir in den Innenraum kommen. Und wir sind da. Bin mal gespannt, was hier ist. Vielleicht ist hier auch nichts. Hier ist Schmodder. Ganon-Schmodder, um genau zu sein. Hier ist auch... Warum ist hier nichts? Warum? Ganon-Schmodder. Ich glaube, man muss sogar hochklettern. Oder drumherum klettern. Es ist leider kalt, sonst würde ich hier die andere Rüstung, eine andere Rüstung bevorzugen. So, einen kleinen Sprung machen, weil das dürfen wir.
sag ja, das wird jetzt ein Part, wo wir nur ein Labyrinth erkunden. Ich bin der König der Welt! So. Ich weiß nicht, diesen Schmoller untersuchen oder eher gesagt diesen Gang? Der Gang ist mir irgendwie mysteriös. Das ist nur ein fucking Gang. Mit Schmodder. Da ist Schmodder drin. Ist das sonst noch was? Ist vielleicht ein Eingang. Ist hier irgendwas. Tatsache. Ich gehe mal runter. Das war knapp. Ich bin fein auf dem Boden aufgeschellt. So. Geht's nämlich rein. Hier auch. Ich glaube, wir sind hier richtig. Was steigt denn hier für eine Party? Ich glaube, da müssen wir runter. Boah, wie viel gelbes Jenny? Also das ist doch Metall, ne? Geh mal weg da. Auch wenn es nur ein fucking Ritterschild ist. Okay. Hier ist hoch. Prüfung auf der Klippe geschafft. Und damit holen wir uns unseren Rüstungsteil noch. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Katsatuki. Du hast die Prüfung bestanden. Katsatoki, gib mir den letzten Barbaren. Letzten Barbarenhose. Werden wir noch nicht in Gerudo-Dings einsetzen? Du hast die Prüfung gemeistert, das im Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Und ich würde sagen, das war's. Das ist, glaube ich, ein recht kurzer Part.
Aber da kann man nichts machen. Ich guck gerade, ob es noch eine andere Es gibt noch eine Rüstung, wofür es auf jeden Fall drei Dungeons, drei, also nicht Dungeons, sondern halt ja, es gibt noch eine Rüstung, wo ich auf jeden Fall noch drei Schreine suchen muss für. Dann haben wir da noch habe ich. Es scheint so, als gibt es noch Rüstungen, die man im späteren Verlauf bekommen kann. Interessant. Okay, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.